kommt es jetzt zum traurigen Höhepunkt im Scheidungskrieg zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt? Die Schauspielerin hat den Verkauf des gemeinsamen Anwesens Chateau Miraval abgeschlossen. Dieser Schritt könnte ihren Ex nun rasend machen. Seit März 2016 schon trägt Hollywoods einstiges Traumpaar Angelina Jolie, 46, und Brad Pitt, 57, einen erbitterten Scheidungskampf vor Gericht aus. Dieser könnte jetzt seinen traurigen Höhepunkt finden. Denn neben dem Sorgerecht der gemeinsamen Minderjährigen Kinder streitet sich das Ex-Ehepaar aktuell um das 164 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 137 Millionen Euro, teure Anwesen Chateau Miraval, ein französisches Weingut, das beiden zu gleichen Teilen gehört. Laut britischer Daily Mail vollendet Angelina nun einen Verkaufsprozess ihrer Anteile, der Brett rasend machen dürfte. Doch von vorn, inmitten eines Rechtsstreits mit Brett, verkauft Angelina Jolie ihre Anteile am Weingut. Erst vor wenigen Wochen wurde angekündigt, dass Angelina ihre Anteile am Weingut an einen Dritten verkaufen darf. Das gefiel ihrem Ex-Mann aber so gar nicht. Der reichte zuvor Klage gegen die Schauspielerin in Luxemburg ein. Eine Quelle, die mit den laufenden Rechtsstreitigkeiten des Paares vertraut sein soll, bezeichnete Angelinas Pläne als rachsüchtig und warf ihr systematische Behinderung vor. Das Problem: Der Ocean's 11-Star hält Angelinas Verkaufsvorhaben für illegal. Jolie soll mit hinterhältigen Mitteln versucht haben, ihren Ex-Mann aus einem lukrativen Immobiliengeschäft herauszuhalten. Wie aus den Gerichtsunterlagen, die Daily Mail vorliegen, hervorgeht, soll Angelina ihre 50-prozentige Beteiligung an dem Weingut versucht haben zu veräußern und dabei Pitts Vorkaufsrecht zu umgehen. Ihr wird außerdem vorgeworfen, damit von der unglaublichen Menge an Arbeit, Zeit und Geld zu profitieren, die der Schauspieler und seine Geschäftspartner in das Wachstum der Marke investiert hatten. Wie die britische Daily Mail nun berichtet, hat Angelina den Verkauf abgeschlossen. Was jetzt? Eskaliert der Rosenkrieg nun?